Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Feeds Beast Infinity Evolve. Mit dabei der Sora Timers. Howdy, Cowboys! Ja. Alles klar. Ja. Gut. Vergessen wir mal diese Aktion mal ganz schnell. Wir waren jetzt dabei. Ja. Wir wollten noch den Reaktor ein bisschen schöner gestalten. Und zwar wollte ich ja erstmal so ein bisschen ME-Kabel verlegen. Gut. Ja, zack, 16 ME-Conduits. Das wird nie im Leben ausreichen. Also falls du noch welche brauchst, ich habe eine Karre. Ja, was? Also so eine Karre voll. ME-Conduit. Achso, ME-Kabel habe ich nicht. Was hast du denn dann gemacht? Ich glaube, welche Karte. Ah, hoppala, das sind die Conduit-Beine, die ich habe. Also, komm. Was anderes. Was bist du? Lack. Hallo? Wieso? Das Geile beim ME-Conduit, das hat schon von vornherein 8 Kanäle. Ah, was? Das ist. Geht. Davon ja. 27. Also wie komme ich als gut weiter zu hoch? 5. Dup, dup, dup. Und go. 54 davon, sehr schön. Okay, dann nimmt das auch nicht. Alles klar. Sehr schön. Das auch nicht gut. Dann können wir das jetzt hier rüber weiterführen lassen. Ach du Scheiße, ich muss da tief ran. Dann. Warte mal, ich glaube, hier könnte man sogar noch was einsparen. Boah. Das ist scheiße, ich kann da nicht mit Elevatoren arbeiten. Ah, die Grinder werden jetzt gerade mal ein bisschen ohne Strom sein. Boah. Boah, ich bin einfach gerade so schnell, das ist krass. Alles schon recht gut vorangegangen. So. Alles klar. Da muss ich rauskommen. Würde ich. Ja, das. Sehr schön, da haben wir es eingespart. Dann kann ich nämlich jetzt hier auch lang gehen mit dem ME-Conduit. Verdammt. Du kannst weg. Und dann machen wir das einmal so. Ja gut, dann mache ich einfach eine Treppe rauf. Gut. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch einen Bus. Und zwar einen ME Export Bus. Ah, Export. Hat das so nicht schon wieder verstanden? Ist Deutsch Bus. Okay. Yep. Damit muss ich ja bauen. Ich weiß schon, dass wir zwei Pistons brauchen werden. Gedun, Gedönse. So, einen Export Bus. Und einen Import-Bus, aber da brauchen wir einen Sticky-Piston. Hm? Einen Slime-Ball haben wir. Also da haben wir einige. Ja, vor allem, weil wir ja auch wieder am Anfang bei einem Sumpf gelebt haben. Das kommt auch noch dazu. Und dann brauchen wir noch Cable. Emmy Cable. Wo ist es? Emmy Glass Couple Flux. Flux. Okay. Ja. Ja. So, und jetzt kommt das Lustige. Ich glaube, Export Bus war zum Einsaugen. Natürlich nicht. War so. Ne, der Import Bus war zum Reinsaugen.
Oh, kann da. Ja, es wird weggesaugt. Ich glaube, ich sollte mich wieder ins Ei-2 einlesen. Uiuiui. Ja, solltest du. Oh. Okay. Dann mache ich. Hier drüben mache ich dann noch etwas hin. Das. Ja. Da brauche ich jetzt mal schnell zwei Wassereimer. Kommen wir wieder zu dem seltensten, was ich besitze. Wasser. Ich müsste irgendwann mal bei mir im Haus irgendwie ein Reservoir oder so anlegen. Das wäre eine gute Idee. Entschuldigung. Jo. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwann da oben rauskomme. Ach komm, weißt du, wie ich das jetzt gerade mache? Danke, Wasser. So, das wieder zurück, Wasser. Das verstehe ich bis heute nicht, warum die kleinen Kinder in Afrika das hier so machen. Einfach zwei Wassereimer nebeneinander und sie haben nur eine unendliche Wasserquelle. Das ist doch so einfach. Das ist eine interessante Frage. Okay, wir brauchen jetzt aber noch einen Cyanide Reprozessor. Und da brauchen wir noch zwei Pistons. Ja, ich muss noch eins ran. Ein Cyanide Reprozessor. Oh. Oh, ich hab es vergessen. Das könnte. Hier so ein ollen Aquarius. Okay, die haben immer noch keine Textur. Finde ich interessant. Okay, warte mal, das geht mir jetzt zu sehr auf den Sack gerade. Ah? Speed Multiplier 0,4. Ja. Ja, das geht doch klar. Ja, war ich jetzt ein Fehler da? Ich okay, unten kommt das Wasser rein. Da bin ich da oben. Energie hat der. Und dann machen wir rechts den Input und hinten den Output. So. Dann brauchen wir jetzt aber noch einmal die Basse. Und ich habe mich gerade eingebaut. Ja. Das ist immer gut. Ja, wie gesagt, da musst du echt ein Professor für sein. Ja, so der Klaus ist, denke ich, recht gut am Verzweifeln, wenn es darum geht. Okay. Verdammt. Okay. Kann hier. Ah, doch, da kann man spawnen. Moment. Dann eben anders. Ja, ich habe hier so ein paar Glowstones noch bemalt. Mit dem Painter. Zack und hell. Sehr schön. Das ist auch ein sehr gutes Tool, muss ich sagen. Jo. 1, 2. Ja, dann müsste ja eigentlich in die Richtung. So, jetzt brauche ich aber wieder neue von denen. Was hab ich? Die Richtung. So gut wie gar nichts. 2 Fluix Dust. So, die habe ich. Dann brauche ich. Ja, da ist der Vapor drin. 2 hiervon. Alter, ich habe hier schon 30.000 Kohle. Ich möchte nicht wissen, wie viel das jetzt noch drüben ist. Also, ich habe, glaube ich, eine Karre mit. Irgendwas mit 30.000 Kohle genommen. Bei mir? Ja. Du hast die falsche Cache gesetzt, ne? Ja, das muss ich noch umändern. Ja, mach das bitte so schnell wie möglich, weil wenn ihr das jetzt vergisst, kann hier immer. Kann sein, dass es wieder verstopft und dann haben wir ein dickes Problem. Ja, dann hab selbst ich mit meinem Rechner so mal schon gerne eine FPS-Anzahl von 2. Oh, Moment. Ich glaube, ich habe hier noch eine leere. Dann komme ich da rüber. Da muss auf jeden Fall die Reinforced wieder hin. Warte. Ah, verdammt, habe ich die Stone drin. Moment, ich brauche schnell eine.
Nächstes Mal aber auch dann bitte Bescheid sagen, wenn du so große Benutzung nimmst, ne? Jetzt habe ich eigentlich in WhatsApp gemacht. Ach so. Muss ich gleich mal lesen, weil ich habe davon nichts, nichts gesehen. Nicht, dass ich die falsche Person bin. Deine Handkache, Handclask. Ache, Invar, okay, das brauche ich. Alles klar, so. Gut. Was denn? Habe ich hier noch Cyanide drin? Natürlich nicht. So, Cyanide soll dann aus dem ME-System exportiert werden. Da mache ich gerade mal bewusst einmal hinten zu. Wo? So. Glas. Brauche ich nicht. Und dann da 4 Plutonium rein. Wir brauchen jetzt aber noch eine Card, eine sogenannte Capacity Card. Wo haben wir sie? Hier. Brauchen wir einmal das. Okay. Einen Pure Zertus Quartz, das kann man gerade alles weg. Wo ist die Printing Press? Calculation. Und dann. Ein Creeper da. Eine hiervon. Und ein Redstone. So, so. Dup, dup, dup. Und ein davon. 2 Basic Cards. Eine Capacity. Und dann kann ich auch das mitnehmen und so. Dann kommt jetzt hier die Capacity Card rein und wir haben weitere Slots. Weil Yellorium soll auch importiert werden. So, und damit sollten wir das schon mal gesichert haben. Sehr schön. Dann könnte ich jetzt eigentlich nochmal anfangen mit den Deep Storage Units. Können wir vielleicht eine Art fertig machen? Hast du irgendwo Hardened Glas? Kannst du Pure Quartz nehmen. Ah, okay. Wo ist das? Müsste hier drin sein. Ja, da sind noch ein paar. Okay. 1, 2, 3, 4. Ich muss mir immer noch eine neue Maus holen. Also, ich hab bei mir so eine Gaming-Maus. Ja, müsste ich mir, glaube ich, auch mal irgendwann zulegen. Doch, recht nützlich, weil ich da auch auf der, also mit so der Daumen-Taste kann ich nicht auf Sprinten gehen. Ja, das Problem ist einfach bei mir, ich bin geizig. Oh, stimmt. Wie stimmt? Also das geizt sich dann. Okay, dann noch 16 davon. Zweimal Witten vor. Ein bisschen Elektrum. Pyrophium. Oh, nein. Das kommt dann hier rein. So. Ich hoffe nicht den Crescent Hammer. Was ist? Okay, ich muss mal schnell in den Nether. Irgendwas stimmt da gerade doch nicht. Die Lava ist schon wieder leer. Ach, da sag ich ja, also bei mir sind die FPS auch recht niedrig gerade. Ja, ich habe gerade auch schon wieder das Rudelbumsen in der Schmiede gesehen.
Ich habe schon die ganze Zeit gewundert, dass da so viele drin sind, aber. Also will ich das. Boah, auf der Karte ist ordentlich was zu sehen. Okay, er zieht automatisch rechts dann dazu, gut. Welche So. weiß. Weiß die. Gerät fast, okay. Dann stellen wir die Enderkolbe jetzt mal hier hin. Ist jetzt die Enderquarry, Endothermic Pump meinte ich. So, damit sollte die jetzt wieder laufen. Da hinten sehen wir jetzt auch wundervoll hier die den Bereich, den die Enderquarry abgefarmt hat. Oh, hallo Nero Creeper. System funktioniert doch hier unten. Gut. Ne, weil da musst du echt vorsichtig sein. Du darfst dann niemals die Caches entfernen, beziehungsweise später die Deep Storage Units. Also, wenn das vorläuft, puh, das kann ziemlich nach hinten losgehen. Das hatte ich am Anfang mal gemacht mit stinknormalen. Alter! Das ist Team volles, oje. Jetzt in der Schmiede waren gerade 48 Emeralds. Wow, da. Puh. Also da muss man gerade schon nach samt Schmiede. Enderium Resonant Energy Cellframe. Dann Strongboxen. Appel weg. Was? So. Drei, vier. Hä? Da hab ich. Ich kann nicht den Out of 10 sein, das kann er mir nicht erzählen. Drei. Aber ich bin Out of 10, weil das akzeptiere ich gerne. Ja, das ist nicht so tragisch. Ja, ein war es schnell wieder gemacht. Genau. So, Enderium nochmal nachlegen. Es wird halt okay. 2, 3, 4. Dieb. Ach, jetzt fehlt mir auch schon wieder das Fused Quartz. Oh, jetzt bin ich wieder runter. Ich aber Ja, komm, das passt. heißt der Alter, was ich heute hier an Craftereien raushole und so weiter. also bei mir ist jetzt eher nur so straight in den Berg durchbohren. Okay, ich schaue es mir gerade an, was auf jeden Fall noch weg muss. Bones müssen, Enderperlen, Blaze Rod. Richtig Waypoint zeigt dahin. Und die Kohle müsste eigentlich schon wieder. Hier in den Raum, da kommt später nochmal die Erzverarbeitung rein, aber ich glaube, heute wird das echt nichts mehr. Hab ich gerade hier. Ne. Haben wir außerdem. So, warte, warte. Da ist der Weg. 4, 3, 2, 1 und 0. Reaktor müsste jetzt wieder anspringen. Alter, Alter. Ja. Innerhalb von einer Sekunde macht er mal ganz schnell 30 oder 300.000 RF. Und was ist Alter das? Finne. Da weiß ja schon, warum ich meine ganzen Capacitors dann später auflade. Träum weiter. Boah, ich denke, den kann ich noch ein bisschen größer machen. Gut, so ist er. Okay. Ein
Oh oh. Ja. Ich bin gerade aus Versehen auf Vollbild gegangen. Oh. Aber Aufnahme läuft noch. Tut mir leid, Leute, dass ich da gerade aus Versehen die Aufnahme verbrochen habe. Oder gesagt, kurz schwarzen Bildschirm gemacht habe. Kann passieren. Ja, aber ich mag das einfach nicht. Ich mag es auch nicht, ein Vollbild zu spielen. Ich finde das irgendwie störend. Ja, also ich bin auch immer so im Desktop-Modus. Die einzigen beiden Spiele, die ich in Vollbild spielen kann, sind bei mir einfach LOL, weil das einfach nicht anders ertragbar ist. Ja. Und halt Guild Wars 2. Da finde ich, im Vollbild kann man das am besten genießen. Ja, also ich denke, ich. Also, das Michael, so tue ich. So geht's ja. Also so tue ich jetzt noch Final Fantasy 14 online spielen und da bin ich auch noch am überlegen, ob ich nicht auch Vollbild überwechsel. Mhm. Okay. So, 4 Deep Storage Units. Der Animate sag ich. Doch. Sehr schön. Die Cache darüber. So. Darf da nichts dazwischen sein? Aha. Das wird was dauern. Da weiß ich nichts. Okay. Ja gut. Den Report löschen. Extract. Insert. Das wird etwas dauern. Oh. Akkusparer einschalten. Okay, alles klar, das wird eindeutig ein bisschen länger dauern. Kommt es an. Symmetrisch ist. Ah, ich hätte auch schon wieder zum Symmetrie-Fatzke. Oh ja, leider. Also ganz ehrlich, meine Regel ist einfach Symmetrie drauf geschissen, das sieht schön aus Ende. Stimmt. Oh Gott, wenn ich mir mein Haus anschaue, was ich für Baustellen habe. Oh weh, oh weh. So, alles klar. Das kann ich jetzt über die Nacht durchlaufen lassen, dann ist das vielleicht morgen früh fertig. Oh? Alter, 109.000 Knochen. Das ist eine Menge. Oh. Ja. Gut, Alter, ich bin schon bei 23 Minuten. Warum sagst du nichts? Das geht schnell, die tiefe Gut. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, anmerken Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ein Gott, Wiederschauen.